Also theoretisch hat unser Ruf gerade einen Push bekommen, weil wir eben dieses Ding geheilt haben. Gerade sind wir bei 500 beim Preis. Wert, meine ich. Wenn es umschwingt, 516, weil wir Einnahmen haben. Sehr gut. Ich guck mal ganz kurz, also während das jetzt einfach läuft, ne? Gucken wir mal ganz kurz, ob mein Personal mit seinem Gehalt zufrieden ist. Das sind sie tatsächlich. Da sollte auch alles gut laufen. Drei auf der Station. Die anderen dürfen sich verteilen, wo sie wollen. Nur, dass er nicht in die Diagnostik darf. Da dürfen nur die beiden hin. Der Rest kann sich verteilen. Sehr gut. Die Assistenten machen das auch ganz wunderbar. Die Hausmeister. Guck mal, jetzt haben wir zwei Hausmeister, die sich um Geister kümmern können. Ganz perfekt. Wie sieht es mit meinen Patienten aus? Die warten gerade noch so ein bisschen. Oh, schlechtes Bauchgefühl. Aber der ist noch nicht geheilt, der ist nicht tot. Also. Und schon geht der Wert heftig runter wegen unserem Profil. Ach du Heilige. Ja, das ist jetzt ja nicht so gut, ne? Ich frag mich, was wir noch machen können, um den Wert zu steigern. Ich muss mir bei unserer allgemeinen Statistik vorbeigucken, die Übersicht. Ja, wir machen halt gerade Verluste. Ich weiß aber nicht, warum. Der Profitfaktor ist echt unten. Vielleicht ist unser Personal zu teuer. Die Personalstimmung ist ein bisschen runtergegangen und die Personalenergie auch. Die Patienten, bei denen läuft... Wir haben weniger Patienten. Ich würde es einfach mal beobachten. Was haben wir hier Schönes? Beförderung. Leitender Hausmeister. Chefhausmeister. Okay, okay, okay. Wollen wir ihn befördern? Soll ich das machen oder sage ich einfach mal nicht jetzt? Upgrade-Kompetenz, Bewegungstempo, Instandhaltungsdurchsage. Ja, komm, wir befördern ihn mal. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Theoretisch. Der Wert ist halt gerade, ja, knapp die Hälfte von dem. Also ist gut, wenn nicht gut die Hälfte von dem, was wir brauchen. Verluste. Fürsprecher der Yeti-Stiftung Bartholomew. Wie kann ich denn mehr Patienten anlocken? Ich meine, guck mal, wir haben ja schon einen guten Ruf. Wir haben einen großartigen Ruf. Basiert auf der Anzahl der Zimmer und Mitarbeiter. Eine höhere Krankenhausstufe bringt mehr Patienten und Stellenbewerbung ein. Okay, es ist hochgegangen, auch wenn wir gerade Geld verloren haben, vermutlich. Vermutlich, weil wir das Geld verloren haben, weil unser Hausmeister jetzt mehr verdient. Wir warten einfach mal. Wir gucken einfach mal, wie sich das weiterentwickelt und lassen das ein bisschen beschleunigt. Und gucken einfach weiter die Übersicht an. Aber es geht weiter runter. Aber unsere Patienten gehen jetzt wieder hoch. Das war vielleicht einfach eine ganz natürliche Schwankung. Warteschlangenlänge für Warnung. Weiterbildungsnachrichten. Was haben wir denn hier eigentlich interessant? Ah, das ist die Übersicht, wer alles was macht. Verkaufszahlen, Mitarbeitergehälter gezahlt. Ja, die haben halt relativ hohe Gehälter. Deswegen, wir bräuchten vier Ärzte eigentlich. Der Gesundheitsinspektor kommt, das ist okay. Und wir haben wieder einen Notfall. Nach einem Ultra-Bio-Bettwäschensortiment. Ne, nachdem ein Ultra-Bio-Bettwäschensortiment von Hollysticks, das ist auch ein Krankenhaus, bei vielen Kunden Irritationen und Entzündungen hervorrief. Guck mal, die machen sich einfach ihre eigenen Patienten. Gemein. Müssen diverse Krankheiten auf Station behandelt werden. Eine Gruppe von Betroffenen hofft auf Behandlung. Sollten wir diese Patienten erfolgreich behandeln, winkt uns eine Belohnung. Natürlich nehmen wir die auf. Natürlich, immer. Okay, was habe ich gesagt? Ich bräuchte theoretisch vier Ärzte. Falsch. Mein Personal. Ich habe fünf Ärzte. Ich könnte einen meiner Ärzte feuern. Vielleicht William auch. Aber der war mal Arzt des Jahres bei uns. Verbessert Behandlungskompetenz. Energie. Ich würde vielleicht William outschen.
feuern. Das ist einer unserer schwächsten Mitarbeiter. Und ich glaube, den brauchen wir nicht unbedingt glücklich. Oh, das ist so gemein. Ich will den nicht feuern. Hygienisch lustig Entertainer. Positiv, aber hungerlaunig. Sie kann ich natürlich auch feuern. Aber Patientenzufriedenheit darf man halt auch nicht. Oh, schwierig. Und wir haben eigentlich nie was Unbesetztes. Nur dass die halt, die treiben sich halt ständig im Warteding rum. Das ist auch nicht gut. Zwei. Eigentlich brauche ich ja auch nur zwei Leute. Das heißt, ich brauche hier zwei, drei. Ich bräuchte fünfmal Personal, also fünf Krankenpfleger. Ich könnte theoretisch Jill Juck könnte ich löschen. Feuern, nicht löschen. Zufriedenheit. Oder aber Bartholomew. Haben wir es geschafft? 5 von 5 geheilt. Perfekt. Ja, ich muss ein bisschen was von meinem Personal einsparen. Das sind einfach zu viele. Ihn nicht. Außer ich würde einen von meinen Stationsleuten löschen. Grüner Daumen motiviert oder glücklich hat einen Patienten geheilt. Romantikerin. Wir haben entweder Tempo und Effizienz hoch oder verbesserte Behandlung. Dann würde ich aber tatsächlich zuerst Alice Dick rausschmeißen. Aber das ist auch doof. Ich will die nicht feuern. Ich werde einfach... Hier, er hat sowieso nichts zu tun. Ich mache Bereitschaft. Hier wird gefeuert. So. Kein getötet... Warte mal, abbrechen? Wie sieht das denn aus? Hat hier irgendjemand jemanden getötet? Nein. Hast du jemanden getötet? Nein. Hast du jemanden getötet? Habe ich da eben schon mal nachgesehen? Nein. Okay, dich gäbe es auch noch. Auch keinen getötet. Mhm. Eine erstaunliche Leistung. Eine Einrichtung, die das Leben nicht nur... Das ist schön. Das ist dasselbe wie letztes Mal. Ich muss trotzdem jemanden feuern. Wir haben vor... Also ein Arzt muss weg und ein Pfleger. Ein Arzt muss weg. Wir machen sonst zu wenig Gewinne. Wer von meinen Ärzten muss gehen? Positiv, aber hungerlaunig. Hygienisch, lustig, Entertainer, da würde ich ja fast Aber Cristiano Tundra war ja auch mal Arzt des Jahres. Das ist alles so. Bartholomew Court, Stationspfleger, wird es befördert. Bewegungstempo, Diagnosekompetenz, Behandlungskompetenz befördern wir ja. So, sind denn alle meine Leute noch zufrieden mit ihrem Gehalt? Ich musste gerade überlegen, wo ich hingucken muss. Seid ihr zufrieden mit eurem Gehalt? Ja, ihr seid sehr zufrieden. Ich muss trotzdem einen von euch rausschmeißen. Ich werde ihn. Vielleicht. Da ist jemand gestorben. Bei wem? Wer bist du? William Ouch. Ja, weißt du was? Dann... Zwei getötet, acht geheilt. Ein getötet, zwei geheilt. Er hat uns 100.000 verdient, aber hat halt auch wahnsinnig viel. Er kriegt halt auch wahnsinnig viel. Also er lohnt sich eigentlich nicht wirklich. Okay, wir feuern ihn. Er hat schon so, guck mal, wie viel Gehalt er einfach bekommt. Er lohnt sich für uns einfach nicht. Okay, ja, ich möchte Mr. Cristiano Tundra wirklich feuern. Na toll, wie soll ich denn jetzt einen kranken Dachs und zwei Mütter... Das schaffst du. Oh, ich kann das nicht. Nicht mit dem Dachs. Was ist hier? Mein Leben, meine Kollegen waren... Sagst du was anderes, wenn ich dich jetzt... Das tut mir leid. Das tut mir sehr leid. So, jetzt haben wir einen... Ein Mitarbeiter weniger, das heißt, unsere Bilanz sollte hochgehen, weil wir weniger zahlen müssen. Da stirbt gerade jemand. Wir müssen auch einen Pfleger ausdünnen, und zwar einen der beiden, die auf Station noch mitarbeiten. Entweder ihn, entweder Neville mehr, grüner Daumen motiviert. Du hast einen Patienten auf dem Gewissen.
Tja, Frau Alice Dick, Sie werden jetzt gefeuert werden. Ich kann ja jetzt schon alle meine Äffchen kaum ernähren. Die werden echt sauer sein. Oder aber... Aber ihn würde ich halt gerne behalten, wegen dem... Meine Freunde wetten jedes Mal, wenn ich wieder gefeuert werde. Wie schafft es Dennis nur so oft zu gewinnen? Einen getötet, aber 38 geheilt. Gehalt. Sie wären natürlich besser. Guck mal, 38, 127, 38. Und er? Ja, wir werden ihn feuern müssen. Andererseits, ich nehme erstmal das hier an, Helles Köpfchen. Es gab hier vor Ort einen Ausbruch von Helles Köpfchen. Die meisten der Betroffenen hätten verständlicherweise gerne ihren richtigen Kopf wieder. Eine Gruppe von ihnen hofft auf Behandlung. Sollten sie erfolgreich? Ja, das machen wir natürlich. Das machen wir natürlich. Bald, bald, bald. Ich war dabei, Leute zu feuern. Das Problem ist, wir haben hier natürlich ein Jahr 8 Monate. Ein Jahr 5 Monate. Naja, ungefähr die Hälfte davon wieder ausgegeben, also wieder weg. Ja, ich muss ihn feuern. Er ist zwar super mit dem... mit der Behandlungskompetenz, aber ganz ehrlich. So, bitte nur eine zusätzliche Person, dann haben wir das jetzt. Jetzt müsste eigentlich meine Statistik hochgehen. Normalerweise sollte das alles funktionieren. Ja, wir hatten einfach einen Arzt zu viel und meistens sind die ganzen Praxen und alles ja nicht ausgelastet. Oh nein, da ist jemand gestorben. Das ist nicht gut. 4 haben wir noch. Weh, ihr lasst die alle sterben. Dann überlege ich mir das nochmal damit, wen ich wie feuere. Ich meine, wir könnten hier nochmal gucken. Okay, Hausmeister brauche ich nicht. Krankenpfleger. Wäre natürlich auch gut. Arzt. Aber wir haben eigentlich schon gut. Das Einzige wäre noch einen besseren Krankenpfleger. Inspiriert, motiviert, eine wahre Plage. Für das G-Tempo erhöht inspiriert anderen Menschen. Habe ich felt. Aber das würde heißen, ich müsste jetzt jemanden rausschmeißen nochmal und dann die dazu. Wir lassen das erstmal, wie es ist. Es müsste jetzt eigentlich bergauf gehen, weil wir 2 unserer zusätzlichen Mitarbeiter gefeuert haben, die uns nur auf der Tasche gelegen sind. Bitte heil die Person, dann bin ich noch zufrieden. Einen Patienten zu verlieren, das geht gerade so noch. So, wieso seid ihr? Chefärztin, warum machst du Pause? Das verstehe ich manchmal nicht. Die haben doch hier ihre... Hier warten Leute, beziehungsweise nicht direkt davor, aber trotzdem warten hier Leute. Und hier hat jemand frei. Warum gehst du dann nicht hier rein und arbeitest? So, wir haben 6 von 7 geheilt, das ist super. Und langsam wird es. Mit ein bisschen Glück schaffen wir das. Habe ich jetzt eigentlich 2 oder 3 Hausmeister? Ich habe 2 Hausmeister, 2 Assistenten, jetzt 5 Krankenpfleger, theoretisch für jeden Raum ein. Für jeden Raum der Ärzte ein. Da hinten ist irgendwie so selten jemand. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir brauchen das auch nicht unbedingt. Was ist das? Achso, Blumen und alles. Okay. Ausgaben. Es wird, es wird. Ich bin guter Dinge, dass es wird. Wir kriegen vermutlich noch einmal die Auszeichnung mit, das ist ganz gut, und dann sollten wir es aber spätestens geschafft haben, den 3. Stern zu kriegen. Sehen, ob Sie etwas gegen meine Bratensoßenallergie tun können. Sie haben mir einen langen Aufenthalt in Ihrem Spa und eine Flasche Rosmarinextrakt verordnet. Hat mich ein ganzes Monatsgehalt gekostet, aber allmählich spüre ich schon den Effekt. Bratensoße kann ich aber immer noch keine essen. Ich mag das Radio und seine Durchsagen. Wir haben 230 Kudosch, das werde ich nachher ausgeben. Wie gesagt, wir warten jetzt auf jeden Fall noch bis zur Preisverleihung. Vielleicht gibt die uns den letzten Boost.
Aber ich denke fast, wir könnten mit ein bisschen Glück, wir könnten nochmal die Übersicht uns anschauen. Ja, so ein ganz kleines bisschen. Bei den Patienten, die bleiben konstant. Es fehlt ja nicht mehr viel. Also uns fehlt wirklich nicht mehr viel, bis wir es geschafft haben, auf dem dritten Stern zu sein. Das Jahr ist fast vorüber. Gucken wir mal, wie es läuft. Leider werde ich die Auszeichnung für keine Tode wieder nicht bekommen. Arzt des Jahres, Mandy Orange, die zwar öfter mal Pause macht, aber trotzdem zu uns gehört. Krankenpfleger des Jahres, Alice Dick, habe ich die nicht gefeuert? Egal. Hausmeister des Jahres, habe ich jetzt endlich den bekommen? Ja, Hubert Korb. Habe ich den nicht neu eingestellt? Egal, wir haben ihn auf jeden Fall bekommen. Zum ersten Mal. Assistent des Jahres. Na? Hobbystiftung. Ja, die müssen ja auch was gewinnen, sonst sieht es ja so aus als ein bisschen Gerechtigkeit und so, ne? Arbeitgeber des Jahres. Ja, das bin wieder ich, obwohl ich Leute feuere. Alles ist gut. Keine Todesfälle, das wird nicht an uns gehen, schon klar. Jumbo Megacorp. Egal. Krankenhaus mit höchstem Preis. Komm, das sind wir. Jawohl, das sind wir. Und Patientenpreis. Kriege ich den auch oder kriegt den wieder jemand anderes? Jawohl, wow. Wir haben nur zwei Preise nicht bekommen. Den Assistenten des Jahres nicht und keine Todesfälle. Das ist super. Das ist echt super. Jährlich, ja gut, das sind nicht ganz so viele. Da muss ich noch nachlegen. Den Gewinn werde ich nicht aufholen. Den Wert des Krankenhauses auch nicht. Aber guck mal, Heilungsrate 93%. Und der Ruf ist bei 99%. Die Personalstimmung bei 87%. Wir sind echt gut. Oh, der aktuelle Wert ist aber wieder runtergegangen. Ach, Manno. Ich glaube, hier sind wir auch eine Stufe runter, weil wir jetzt Leute gefeuert haben. Aber es müsste eigentlich, hoffe ich, jetzt reichen, dass wir... Wir können auch mal gucken, was... Hoppala. Was unser Personal und seine Gehaltsvorstellungen angeht und alles. Preise, was haben wir da? Passe die Preise an, die du für die Diagnose, Behandlung und andere Dienste im Krankenhaus verlangst. Bei der Errichtung eines neuen Krankenhauses werden die Preise standardmäßig auf den Marktwert für diesen Standort gesetzt. Das ist der Betrag, den Besucher zu zahlen bereit sind. Wenn du die Preise erhöhst, kannst du mehr Geld verdienen, aber es kann deinem Ruf schaden und es laufen dir möglicherweise Patienten weg. Wenn du die Preise senkst, bringt das weniger Geld ein, kann aber deinen Ruf verbessern. Ah, das ist schwierig. Daran würde ich eigentlich fast nichts ändern wollen. Daran würde ich tatsächlich erstmal nichts ändern. Guck mal, wir sind genau auf der Mitte. Ich lasse das mal so, wie es ist. Und ich werde keinen Kredit aufnehmen. Ich hoffe jetzt einfach wirklich, dass wir... Ja, wir haben ein bisschen Plus gemacht wieder. Das ist gut. Guck mal, es geht langsam wieder nach oben. Insgesamt geht es eher runter. Das ist nicht so gut. Schwierig. Der Personalbestand. Personalstimmung ist ein bisschen runtergegangen. Die Personalenergie auch. Na klar, die müssen jetzt ein bisschen mehr arbeiten, weil sie halt weniger sind. Aber dafür haben wir nicht ganz so viele Ausgaben, was das Gehalt angeht. Ich könnte irgendwo noch Pflanzen aufstellen. Ich stelle mir noch eine Pflanze auf. Die kostet ja nicht so viel und da hinten macht es die Stimmung schöner. Und hier vorne vielleicht auch. Guck mal, hier vielleicht noch mal eine Pflanze. So. Eine Beförderung. Krankenpfleger zur Stationsschwester. Das machen wir bitte. Dann ist hoffentlich unser Personal zufriedener. Gucken wir nochmal hier, ob alle noch mit ihrem Gehalt einverstanden sind. Jawohl. Ich würde ja gerne das Gehalt steigern, aber wir müssen halt mehr verdienen. Uns fehlen immer noch etwa 200.000 beim aktuellen Wert. Wir müssen mehr Patienten anlocken. Okay, wir haben aber einen Plus bekommen. Daran erinnern,
Apotheke. Nach einem Software-Update für den Smart-Pflaster von Bungie ist es vermehrt zu Blutvergiftungen und anderen Krankheiten gekommen, die in der Apotheke behandelt werden müssen. Einige der Betroffenen hoffen auf Behandlung. WC-Warzen, 5 Stück, ja, machen wir natürlich. Wir sollten genug kompetente Leute haben, um das zu schaffen, und das könnte der finale Push sein, auf den ich jetzt wirklich sehr sehnsüchtig warte. Also die Frage ist halt wirklich immer, was müssen wir machen, damit es funktioniert? Da fehlt jemand. Ah ne, da gehen sie gerade rein. Alles gut. Wir haben halt, glaube ich, keinen, der richtig gut für die Apotheke ist, oder? Krankenpfleger? Wir haben keinen, der richtig gut für die Apotheke ist. Aber egal. Alles gut. Die werden das schon schaffen. Ich glaube fest an unsere Mitarbeiter. Deswegen haben wir keinen Assistenten des Jahres. Okay, einer ist geheilt. 4 sind noch im Gange. Da ist jetzt natürlich ein bisschen Warteschlange, aber das ist alles vollkommen legitim. Ist ja auch ein Notfall. Wir haben gerade eine ganze Fuhre reinbekommen. Und vielleicht hilft uns das auf den nächsten Monat. Beziehungsweise dann jetzt. Wir haben gerade schon einen kleinen Boost bekommen. Vielleicht hilft uns das auf den nächsten Monat, dann tatsächlich den 3. Stern zu kriegen. Ich würde mich so freuen. 2 im Gange, keiner fehlgeschlagen bisher. Enttäuscht mich nicht, Leute. Enttäuscht mich nicht. Na? Heilt sie. Jawohl, alle geheilt. Perfekt. Sehr schön. Ach, mein Krankenhaus, ich mag dich. Sich heute ein Interview mit dem Lotto-Gewinner Gustav. Haben wir alle geheilt, dann können wir das jetzt mit, einsammeln. Perfekt. Und jetzt würde ich gerne hier halt wirklich, ich will das wirklich den letzten Stern haben. Von Croquembouche in seinem neuen goldenen Luftkissenboot geführt. Also gerade ist es so ein bisschen, wir müssen abwarten, was wir brauchen, aber der April ist fast vorbei. Dann kriegen wir auf jeden Fall das Ganze hoch. Dadurch, dass wir jetzt eben diese Notfallgruppe hatten, werden wir auf jeden Fall den aktuellen Wert steigern. Und da ist es auch schon. Perfekt. Geschätzter Krankenhausleiter, 3-Sterne-Krankenhaus. Glückwunsch. Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit 3 Sternen bewertet. Ich hoffe für Sie, dass Sie noch wissen, wie Sie so eine vorbildliche Einrichtung hingekriegt haben. Das County wird nämlich von Ihnen erwarten, dass Sie das endlos wiederholen können. Auf dass Sie das von Ihrem Mut befreit und mit der angemessenen Nervosität erfüllt. Mit wohlriechenden Grüßen, Tarkin Foxbridge. Das ist perfekt, jetzt können wir das auch wieder normal machen. Und dann würde ich doch mal sagen, damit verabschieden wir uns gleich von unserem Guten Ding hier. Wir haben jetzt neue Krankenhäuser und Gebiete freigeschalten. Die Augen aufschlägt, könnte eine nämlich zum einen unten beim Lower Bullocks. Das freut mich sehr. Findet in der Stadt heute auch ein Psychologen. Wir müssten theoretisch noch mal eins freigeschalten haben, ein oder? Träumchen. Nein? Okay. Was wir aber haben, das ist Karrierepunkte. Die machen wir doch direkt mal. Wir haben 100 Patienten geheilt und bekommen dafür 100 Kudosch. Außerdem haben wir 1 Million verdient. Dafür kriegen wir auch Kudosch. Ein bisschen mehr verdienen müssen wir noch. Repariere 100 Maschinen, das haben wir gemacht. 100 Pflanzen gegossen, haben wir auch gemacht. Der Rest muss noch ein bisschen bei. Oh, da noch. Verdiene 1000 Kudosch. Das haben wir jetzt auch geschafft. Sehr, sehr schön. Das heißt, wir können das nächste Mal mit fast 1000 Kudosch weitermachen. Und eventuell werde ich hier einfach noch ein bisschen weitermachen und das Ganze hier genießen, bis wir vielleicht bei 1000 Kudosch sind. Für heute sage ich dann aber vielen, vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Das war harte Arbeit, den 3. Stern zu bekommen, aber wir haben es geschafft, indem wir einfach mal eiskalt Mitarbeiter entlassen haben. Und wir haben uns auch von Jahr zu Jahr gesteigert. Ich bin sehr, sehr stolz. Haben wir gut gemacht? Also macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und hoffentlich sehen wir uns dann das nächste Mal wieder, wenn wir uns hier von Hogsport verabschieden und stattdessen zu Lower Bullock gehen. Bis dahin macht euch, wie gesagt, noch einen flauschigen Tag und bye bye!